Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind Corinna und Robert, haben hier jetzt einen wunderschönen Urlaub im Dana Beach verbracht. Ja, ein bisschen Resturlaub haben wir noch, bevor es wieder nach Hause geht. Und wir wollen euch heute mal ein bisschen mehr vom Hotel zeigen. Machen einen kleinen Walkaround mit euch, zeigen euch, was es hier so gibt, was erneuert wurde seit 2017, wo wir das letzte Mal da waren. Wenn euch das interessiert, guckt gerne mal auf unserem Kanal vorbei, was wir damals so erlebt haben. Und was wir dieses Mal so erlebt haben, das seht ihr dann auch auf unserem Kanal. Und jetzt geht's los. Wir stehen jetzt hier direkt in der Einfahrt vom Hotel, vorm Hauptgebäude. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein, schauen uns die Lobby an und arbeiten uns dann Stück für Stück vor. Ja, wir sind ja nicht alleine in diesem Urlaub. Unser Sohn Henry ist natürlich auch dabei. Und da Henry natürlich auch noch klein ist, seine Mittagsschlafzeiten und seine Essenszeiten hat, werden wir dieses Video eventuell auch ein bisschen stückeln. Also wundert euch nicht, falls wir mal ein anderes Outfit plötzlich anhaben, dann ist es einfach, weil Henry oder wir eine Pause brauchten. Ja, und so sieht die Lobby im Hauptgebäude von innen aus. Das Ganze ist jetzt ein bisschen heller und moderner geworden. Wenn ihr wissen wollt, wie es früher aussah, dann schaut doch mal unsere Videos aus 2017 an. Da hat man dann nochmal so den direkten Vergleich. An die Lobby angeschlossen ist auch die Jazzbar, wo abends dann noch Disco ist und nach 12 Uhr auch noch Getränke ausgeschenkt werden. Die sind dann allerdings kostenpflichtig. Und auch hier in der Ecke haben wir noch die Gästebetreuung, die für Rat und Tat und Fragen immer zur Seite steht. Ja, hier kann man noch ein bisschen was von der alten Fassade sehen, wie es damals mal aussah. Das hat uns sehr gut gefallen, dieses alte orientalische. Aber die Renovierung, der Umbau ist auch nicht zu, wie sagt man das? Nicht zu verkennen. Nee, wie sagt man das? Aber die Renovierungsarbeiten haben sich gelohnt. Es ist auf jeden Fall eine schöne Neuerung geworden. Ja, und die Lobbybar wurde auch noch um den Wintergarten erweitert. Das war vorher auch Dachterrasse. Ja, das ist das orientalische Restaurant. Hier wird jetzt gerade noch sauber gemacht. Aber abends, wenn es dann geöffnet hat, tobt hier auch das Leben. Und der Hunger treibt ein ums Buffet. Eins unserer Lieblingsrestaurants hier im Hotel. Ihr müsst es ausprobieren. Es ist so lecker. Und was ich total niedlich finde in diesem Restaurant hier, ist auch die kleine Kids Corner. Die finde ich richtig niedlich. Ja, und das sind definitiv Henrys Lieblingsstühle vorm orientalischen Restaurant. Ob es daran liegt, dass sie besonders tief in der Sitzfläche sind, ich weiß es nicht. Aber er macht es sich hier so gerne gemütlich. Und ich muss sagen, die sind auch echt bequem. Also falls ihr mal länger warten müsst, wenn jemand auf Klo ist oder ihr zum Essen beim Orientaler verabredet seid, kann ich die beiden Stühle nur empfehlen. Ich warte übrigens auch gerade, denn Henry und Robert sind verschwunden. Und direkt neben dem orientalischen Restaurant findet ihr auch die Infotafeln der einzelnen Veranstalter. Außerdem gibt es in der Lobby auch zwei Geldautomaten, denn das Geld kann einem in Ägypten ziemlich schnell ausgehen. Übrigens auch sehr bequeme und geschmackvolle Sitzmöglichkeiten. Man hat zwei Möglichkeiten, aus der Lobby bzw. in die Lobby zu kommen. Entweder mit den Fahrstühlen oder wer gut zu Fuß ist, kann natürlich auch die Treppe nehmen. Ja, hier auch noch mal eine Terrasse und der Zugang zum orientalischen Restaurant. Ja.
lassen sich immer wieder was einfallen. Neben den normalen Liegen gibt es auch etwas bequemere Liegemöglichkeiten am Pool, zum Beispiel diese Daybeds. Das hier ist der Active Pool. Hier geht es auch immer mal lauter zu. Und mit ans Hauptgebäude angeschlossen ist auch gleich eins der großen Restaurants, das Le Marché. Hier gibt es internationale Küche und man kann direkt von der Lobby reinstolpern quasi. Auch dieses Restaurant bietet Innen- und Außenplätze. Wir bevorzugen auf jeden Fall die Außensitzplätze. Und ans Le Marché angeschlossen, direkt daneben das Food Court. Hier gibt es nachmittags warme Snacks, kalte Snacks, alles was den kleinen Hunger stillt. Und wie wir erfahren haben, gibt es hier dann auch für Gäste, die mindestens das dritte Mal hier waren, eine Einladung zum à la carte Essen. Und auch hier gibt es einen Innensitzbereich und einen Außensitzbereich. Und hier die Columbus Bar. Auch schon in 2017 einer unserer Lieblingsplätze im Hotel. Und auch Henry hat das Café für sich lieb gewonnen. Hier gibt es Kaffeespezialitäten und für Henry gibt es immer Baby Cappuccino. Neben den Kaffeespezialitäten gibt es ja auch eine leckere Auswahl an Kuchen und Gebäck. Ja, neu ist auch, dass hier der Whirlpool- und Spa-Bereich offen ist. Der war früher durch eine Wand abgetrennt vom übrigen Poolbereich. Das ist jetzt nicht mehr so. Allerdings ist es nur für Erwachsene. Für alle, die es ein bisschen sportlicher auch im Urlaub mögen, es gibt hier auch ein Gym. Und wie das von innen aussieht, das sehen wir jetzt. Ich meine, das wurde umfällig. Das war doch früher hier nicht, oder? Nee, ich meine, das war vorne. Ja, ne? Bei diesem... Wo jetzt der Spa-Bereich anfängt. Genau. Mal gucken, was sich hier verändert hat. Sport haben wir ja diesen Urlaub ein bisschen vernachlässigt. Ihr findet den Sport- und Wellness-Spa-Bereich links. Beziehungsweise, wenn ihr vor dem Hauptgebäude steht, rechts neben dem Hauptgebäude, wo auch die Sportbar ist oder Shisha-Bar. Ist immer noch klein, aber ja, eigentlich alle Geräte da, ne? Fast. Also zumindest das Nötigste. Also Öl gibt es hier nicht mehr. Andere Seite von Frauen. Bitte schön. Bist du Videomann? Ein großer Zimmer, Klimaanlage, schöne Musik hören, mit Kleiderlicht, das ist gute Atmosphäre von guter Massage machen. Ihr habt es gehört? Also hier könnt ihr einen Blick in eins der vielen Behandlungszimmer gucken. Entspannungsmusik. Ach, hier fährt mein Puls gleich ein bisschen runter. Die ganzen Räume sind klimatisiert. Es gibt Umkleideräume getrennt für Damen und Herren. Ja, da kann die Erholung losgehen. Das ist von Koppel, das heißt Adam und Eva Zimmer. Das ist für zwei Personen. Das ist gleiche Minisbad. Gibt es hier eine private Sauna hier? Eine private Dampfbad. Oh, dass wir das jetzt erst erfahren. Diese Seite private Dampfbad, private Whirlpool. Mit auch eine WC, das ein komplettes Programm hier 2 Stunden dauert. Mit dem Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Inhalt auch ganz Körperscrub mit Rosewasser-Scrub,
mit Ganzkörpermaske, von Fuß bis Gesicht mit Rosmaske, mit 45 Minuten Ganzkörpermassage. Mhm. Das ist total insgesamt 2 Stunden dauert. Oh, die ist sogar an die Sauna. Henry möchte gleich in den Pool reinspringen. Ich habe gerade noch mal gefragt, definitiv hier alles renoviert und neu, sieht richtig top aus. Leider hatten wir keine Chance, das mal für uns zu nutzen und auszuprobieren. Aber vielleicht dann beim nächsten Mal. Sauna und Dampfbad. Das ist mal Dampf, da sieht man ja wirklich gar nichts. Und was darf natürlich in einem arabischen Land nicht fehlen? Hammam. Ägyptisches Hammam. Ich habe tatsächlich noch nie ein Hammam gemacht. Wirklich ein sehr einladender Spa-Bereich. An den Spa-Bereich ist auch noch ein Friseur angeschlossen und ein Beauty-Salon. Ja, das hier ist die sogenannte Sportsbar. Hier kann man abends oder beziehungsweise auch tagsüber teilweise Fußball gucken oder andere Sportarten und auch abends gerne mal eine Shisha rauchen. Oder auch gegen Gebühr Billard spielen. Und so wurde aus einer Palme eine Ananas. Schade um die ganzen schönen Datteln. Und hier gibt es den zweiten, kleineren Spielplatz. Ja, ist auch ganz nett. Aber der andere Spielplatz ist etwas größer und der ist abends auch noch beleuchtet. Aber den zeigen wir euch später noch. Und bietet auch Schattenplätze. Dieser hier ist ja in der Sonne ohne Schatten. Das ist natürlich der Vorteil vom anderen Spielplatz. Und für alle, die Langeweile haben, ist das Minigolfen hier in der Anlage auch kostenlos. Falls ihr es einfach mal ausprobieren wollt oder Lust bekommt, einfach mal was anderes zu machen. Ob die alten Ägypter ihre Speere dieser Pflanze nachempfunden haben? Wow, alleine das ist schon toll, durch diese super saubere und gepflegte Gartenanlage zu spazieren. Und die Blumen duften. Schön. Und eingebettet in diese wunderschöne Gartenanlage befindet sich der Kinderpool. Ja, wir machen jetzt eine kleine Pause und dann gehen wir in den Kinderpool und da nehmen wir euch damit rein.
Spielplatz, der Schattenplätze bietet und auch abends beleuchtet ist, sodass die Kinder hier wirklich den ganzen Tag spielen können. Unser Zimmer schließt sich direkt an den Kinderspielplatz. Sehr günstig natürlich, wenn man mal kurz raus will zum Spielen. Sitzplätze für die Eltern und einen Aschenbecher auf dem Kinderspielplatz. Das gibt's auch nur in Ägypten. Ägypten ist eins der raucherfreundlichsten Länder der Welt. Und trotzdem, dass da überall Aschenbecher stehen, mussten wir leider Kippen im Sand beim Spielen finden. Das ist der Kids Club mit Betreuung. Hier gibt es auch einiges zu sehen. Spielzeug, Fernseher, Malecke. Wie niedlich, es gibt sogar Schlafräume. Und sogar ein Schwimmbad. Ja, wenn man vielleicht im Winter hier ist und es ist im Meer und im Pool zu kalt zum Schwimmen, dann ist das vielleicht eine Alternative hier. Oder für die ganz Kleinen. Ja, die Karawane ist mittlerweile weitergezogen. Jetzt haben wir hier die ganze Zeit so schöne musikalische Untermalung für unser Video. Das ist doch was. Auch sehr ansprechend und geschmackvoll, wie wir finden, kommt das asiatische Restaurant daher. Man erreicht das in Form eines Schiffes gehaltene Restaurant über eine kleine Brücke. Sitzplätze befinden sich nicht nur im Inneren, sondern auch auf den Außendecks. Hier hat man garantiert nicht mit Seegang zu kämpfen. Neu ist auch dieser Pool hier, der nicht mit auf der Insel vom Castello ist, sondern in der Nähe der Zimmer vom 5000er Block. Hier gibt es auch frische Handtücher. Hier lässt es sich in entspannter Atmosphäre planschen. Hier ist nicht ganz so viel los. Außerdem gibt es hier hinterm Pool noch Umkleidekabinen, eine Bar und dahinter sind auch Toiletten. Geht man vom Hauptgebäude und der Lobby aus auf der linken Seite die Anlage Richtung Strand, kommt man irgendwann zu dieser Brücke hier und von dieser Brücke aus geht es auf die Insel zum Castello. Das Castello bietet abends italienische internationale Küche an und morgens auch leckeres Frühstück mit allem, was das Herz begehrt. Und über dem Castello befindet sich nun das Restaurant Kaiserblick. Ehemals zum Kaiser. Früher war das hier die Sunset Bar und sie haben es einfach umgebaut zu einem weiteren Restaurant mit eher deutscher Küche. Und wem die Wege in dieser weitläufigen, wunderschönen Hotelanlage zu weit sind, der kann sich auch von A nach B mit dem Boot befördern lassen. Oder wenn mit Kind unterwegs ist und das Kind einfach partout den ganzen Tag Boot fahren will. Ja, hier im Castello- und Poolbereich kann man natürlich auch Mittag essen. Corinna, glaube ich, eben nicht erwähnt. Nee, habe ich vergessen. Ja, direkt vorm Castello sind die beiden Pools. Aber lass uns doch hoch zum Kaiserblick gehen, da hat man eine bessere Draufsicht.
Ja, und auch hier wieder für alle, die fußläufig nicht gut sind oder mit Kinderwagen unterwegs sind, ein Fahrstuhl. Die Bar ist auch geblieben, also man kann hier auch für einen Drink hochkommen und diese wunderbare Aussicht genießen. Abends ist hier auch oft Live-Musik. Und hier geht Bar und Restaurant Kaiserblick so ein bisschen ineinander über. Wir filmen dann noch mal kurz drinnen, den Drinnensitzbereich. Aber wenn euch das noch mehr interessiert, die Restaurants und was es so gibt in den Restaurants, guckt mal auf unserem Kanal vorbei. Da haben wir von den Buffets und so noch einiges gefilmt. Ah, Corinna, geh mal lieber du rein zum Filmen. Du bist ja angezogen. Ich bin ja schon wieder so freizügig hier. Du hast so ein schickes Kleid an. Ja, gerade bei so Buffets und so spielen ja Durchfallerkrankungen auch eine gewisse Rolle. Und deswegen finde ich das super, das ist jetzt so ein bisschen aus Corona geblieben, dass das Desinfektionsmittel steht immer bereit und so. Früher waren auch immer Spender da, aber die waren oft leer. Hier noch eine weitere Bar. Und was gibt's Besseres nach einem guten Essen, als sich mit einem kühlen Drink gemütlich zu machen? Und wer nicht gerne tauchen oder schnorcheln geht, der kann hier beim Gang über die Brücke auch schon so einige Korallenfische des Roten Meeres beobachten. Ich erinnere mich noch aus unserem alten Urlaub aus 2017, dass hier auch oft Party war und laute Musik im Pavillon. Das ist hier jetzt deutlich ruhiger geworden. Beim Kaiserblick gibt es zwar ab und zu noch Live-Musik, aber die schallt deutlich weniger laut durch die Anlage. Die meisten Palmen hier in Ägypten sind ja immer Dattelpalmen, aber das ist eine andere Palme. Ich glaube, das ist eine Kokospalme. Korrigiert mich gerne oder schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ja, der Rundgang nähert sich jetzt langsam dem Ende. Aber eins wollen wir euch auf jeden Fall noch zeigen, und zwar einen unserer Lieblingsplätze, wo wir den Tag verbringen, und zwar den Strand. Et voilà, da sind wir am Strand angekommen. Und direkt hinter mir seht ihr jetzt zum einen das Türmchen, was ihr da seht. Da kriegt ihr eure Handtücher. Und direkt im Anschluss an die Handtuchbar gibt es auch noch Beachvolleyballplätze. Für die, die nicht nur einfach faul auf der Liege liegen wollen. Und zu der Seite seht ihr Umkleidekabinen und Duschen, und dahinter ist auch noch mal eine Animationsinsel. Da gibt es Yoga, Latino Dance, Zumba, Boccia, Dart spielen. Also auch hier am Strand findet einiges an Aktivitäten statt. Wir persönlich liegen gerne auf der Liege oder sind, wenn, dann im Meer. Deswegen haben wir das jetzt nicht genutzt. Wir haben aber öfters gesehen, dass auf jeden Fall immer wieder Leute mit dabei sind und gerne auch mitmachen. So, und zu meiner Linken seht ihr auch hinten noch das Strandrestaurant vom Alf Laila Walaila und vom Jungle Aquapark. Die nutzen nämlich den Strand bzw. einen Abschnitt vom Strand vom Dana Beach mit und haben auch ihr eigenes Strandrestaurant hier vor Ort. Ausschau halten und auf der Hut, der Lifeguard. Ja, und keine Angst, es ist gerade einfach nur Ebbe. Normalerweise ist auch hier bis zum
Strandbereich Wasser, aber es ist auf jeden Fall eine gute Chance, um bis ganz nach hinten auf der Sandbank zu laufen. Da hinten befinden sich nämlich tatsächlich auch noch ein paar Koralleninseln und Fische zum Schnorcheln. Hier seht ihr nochmal das Beach-Restaurant und Beach-Bar. Das haben wir in einem anderen Video genau unter die Lupe genommen. Hier kann man lecker zu Mittag essen. Es wird auch jeden Tag gegrillt. Am Nachmittag gibt es noch Kaffee und Kuchen und Crepes. Es gibt unten Sitzplätze. Es gibt oben Sitzplätze mit einem spektakulären Ausblick auf den Strand und auf das Rote Meer. Hier oben ist es meistens auch ziemlich leer. Aber wer möchte, kann sich sein Essen auch gerne mit auf die Liege nehmen. Ja Leute, das war unser Walkaround. Wir sind mittlerweile an unserer Liege angekommen und lassen jetzt hier den Tag entspannt ausklinken. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen oder das ein oder andere sogar wiedererkennen, weil ihr schon mal da wart. Wenn ihr Fragen habt, Ergänzungen, Anregungen, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video und dann freuen wir uns auf euch. Ja. Aua, wollen wir das jetzt zurückbringen? Komm, Schatzi. Komm, mit dem Jungen zusammen können wir spielen. Aua.